sollte ich doch mal gucken, dass ich das Ganze hier mache, wo ich dann dementsprechend... Oh, hallo, Rubin. Ach, und ich habe hier... Toll. Ich hab hier schon zur Seite weggemacht, wie es aussieht. Fuck. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich versuche, so einen Gang damit zu buddeln mit diesem Mining Laser. Also... beziehungsweise abgesehen von diesem Mining Gang, den ich in der letzten Aufnahme gemacht habe. So, dann auch mal gucken, dass ich hier jetzt dementsprechend ausleuchte. Die Ressourcen lasse ich jetzt erstmal in der Wand, die werde ich dann später rausholen. So, dann können wir jetzt hier nachziehen. Geht auch schon mal deutlich schneller als mit so einem Diamond Drill. Mit dem Destruction Catalyst aus dem Equivalent Exchange Mod würde es zwar noch schneller gehen, aber dafür habe ich nicht die notwendigen Ressourcen. So, so. Obwohl ich werde mir... Ich habe ja genug Holzkohle oder Kohlenstaub. Ich werde mal gucken, dass ich mir ein Dingsbums mache. Ein Energy Collector, und zwar ausschließlich für... Jetzt habe ich hier keinen Platz für das Zeug. Und zwar ausschließlich für Equivalent Exchange Sachen. Also damit werde ich mir dann zum Beispiel vielleicht einen Destruction Catalyst machen oder Swift of Surrendingale. Also ich werde mir dann Energy Collector machen, der halt dafür da ist, EMC zu sammeln für Sachen, die man in Equivalent Exchange macht. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier auch wirklich mit diesem 3x3-Gang erstmal vorankomme. So. Und das füllt ziemlich schnell meine Backpacks auf. Das heißt, die werde ich dann auch relativ bald wohl ausleeren müssen. Nebenbei finden wir hier noch Kohle und andere Rohstoffe. Habe ich da schon wieder... Ja, da bin ich schon wieder zur Seite weggegangen. Also da muss ich aufpassen. So, so, so. Was ist denn das hier für ein Lied? Ich mache ja mal nächstes. So. Na, da. 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 Gold werden wir hier wohl nicht finden auf der Höhe. Ach, da war wieder ein Grafik-Error. So, 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 so. Dann Fackel. Da habe ich noch wertvollen Cobblestone liegen. So, mal gucken, was der Backpack sagt. Der ist voll und die sind noch leer. Und ich bin jetzt schon out of Strom. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass mir der Strom ausgeht. Gut, dass ich eine Million EMC dabei, eine Million EU dabei habe. Eine Million EMC, das wär's. Wenn ich die mal eben so mitnehmen könnte. Obwohl eine Million EMC ist in Feed the Beast auch nicht so viel. So. Zack, zack. Da. Dann werde ich hier auch schon mal... Ich packe mal die Schneebälle weg, das weg, das weg. Obwohl, ich könnte hier mal die ganzen Rohstoffe reintun. Naja, ich kriege ja sowieso wieder neue Rohstoffe. Die Wolle kann da rein, weil sie Platz frisst. So. Dann erstmal aufladen. Den Kristall da rein. Labpack. Ah! Das klappt natürlich nicht. Weil ich hier jetzt die Charging Bench Mark 2 dabei habe. Und nicht die Mark 3. Also muss ich doch nach Hause laufen.
Na, dann gucke ich jetzt noch mal, was ich mit dem bisschen Strom hier anstellen kann. Mach das hier kurz zu. So. Dann habe ich hier noch was mitzunehmen. Hier sind aber auch viele Rohstoffe, die ich mir da noch aus der Wand holen kann. So, zack. Und dann hier weiter. So, so, so. Ah, das war's jetzt. Jetzt bin ich wirklich out of Strom. Bin aber schon an dem Vulkan angekommen. Das heißt, wir haben schon einiges an Strecke hinter uns gebracht. Da war noch Kohle, hier ist noch anderes Zeug. Habe ich alles noch liegen lassen. Soll ja noch Kupfer oder was das war. Aber ich denke mal, ich werde jetzt mich auch erstmal drum kümmern, da ich ja noch Strom im Drill habe. Und da ist noch nicht. Doch, es ist schon komplett Tag, aber naja. So, da werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier erstmal Platz schaffe. Zack, zack. Dass man hier auch vernünftig laufen kann. Ich weiß nicht, ob das reicht oder ob ich für die U-Bahn dann noch einen Block wegnehmen muss von der Decke. Aber erstmal machen wir das so. Und dementsprechend hier auch drei Blöcke breit. Ist halt eben doch noch ein bisschen Handarbeit. Kann man nicht alles mit dem Laser vereinfachen. Aber überleg doch mal, wie weit wir jetzt gekommen sind mit dem bisschen Aufwand. Obwohl, ein bisschen Aufwand, ja, ich nehme es hier insgesamt schon über 40 Minuten auf. Aber ich habe ja auch vorher die gesamte U-Bahn-Station zu Hause ausgehoben. Und ich denke mal, das ist schon ganz schön, was wir hier geschafft haben. So, hier ist noch den Sand weg. Müssen wir dann natürlich alles noch ausbessern. Das ist halt hier mit dem Wüstensand alles Mist, aber naja. So, so. Der Drill ist jetzt auch bald leer. So, so, so. So. Gut, dann geht's jetzt hier weg. Ab nach Hause. Den Drill aufladen und dann werde ich wohl auch die Charging Benchmark 3 einfach mal mitnehmen. Ja, warum setze ich denn hier einen Block? Da bin ich aus Versehen auf die rechte Maustaste gekommen. So. Tralala, tralala, beweg dich doch mal schneller. Mach hin, mach hin, mach hin. Ah, jetzt habe ich mir schon wieder keine Koordinaten aufgeschrieben. Sonst hätte ich aus Richtung Haus weitermachen können. Aber naja, dann buddel ich halt in die Richtung weiter, wo ich gebuddelt habe. Von der Bienenstation zur Zuhausestation. Und wenn die Tunnel fertig gebuddelt sind, brauche ich ja die Koordinaten nicht, dann kann ich die Wegpunkte eigentlich wieder abreißen. Muss ich mal gucken, ob ich das dann mache. Meine Gummibäume, die sehen eigentlich auch ziemlich zerrupft aus. Ich guck mal eben, was die Baumfarm macht. Wenn die Welt sich mal vernünftig laden würde. Ich mache hier mal mit ESC, dann lädt sich das Ganze hier schneller. Währenddessen habe ich etwas zu trinken? Nein. So, gut. Das reicht dann wohl erstmal. Ja, wenn sich die Welt mal laden würde. Uppapa. Hallo, Creeper. Ja, Zombies
waren da oben gerade, sind gerade wohl nicht mehr da. Ich nehme jetzt hier mal den Dreck und habe hier eigentlich die Backpacks im Resupply-Modus alle. Das heißt, ich kann hier zumachen. Genau. Tralala, hüpf und weiter. Genug Dreck dürfte sich jetzt bei der Minentour auch ange... oder was heißt Minentour? Bei der U-Bahn-Buddeltour auch angesammelt haben. Gut, dass er mir hier den Timer nicht kaputt gemacht hat oder sonst was. Also fällt mir gerade ein, sollte ich hier vielleicht auch mal einen Chunkloader-Block anbringen. Hüpf und so und so weiter. Der zieht da jedenfalls noch Holzkohle raus. Der hat hier bis vorne hin wieder zugemacht. Ich gucke gleich mal, ob die Engines da hinten. Na, die müssten eigentlich auch sein. Der hat hier nichts. Der hat da nichts. Und der hat da ein bisschen was. Aber noch sind hier nicht wirklich viele Bäume gewachsen, dass es sich lohnen würde, das Ganze rauszuziehen. Beziehungsweise nochmal zu ernten. Ich hatte ja auch Nacht. So, was hast du? Du hast jetzt 4 Millionen schon wieder. Das ist schön, dass du 4 Millionen hast. Und im Moment, ich bin gerade am... Ja doch, ein Achtel müsste das sein, also 12,5% oder 12,25% irgendwas in dem Dreh habe ich Verlust durch die Kupferkabel im Kraftwerk selber. Knochen. So. Ach Mist, jetzt hatte ich die Engine da, glaube ich, schon wieder laufen lassen. Öppa, hallo. Du willst mich verarschen. Jetzt laufe ich hier erstmal raus, um gleich in Ruhe meine Kettensäge auszuwählen. Creeper, wo bist du? Wo bist du? Ich stelle mir hier jetzt nochmal die Helligkeit auf Moody. Ist das hier zu dunkel? Kann hier tatsächlich ein Creeper spawnen? Ich meine, ich habe doch hier schon überall eine ganze Menge Fackeln. Da noch eine. Da noch. Machen wir das mal so. Dann mach du mir nochmal Zeug. Ja, der hat jetzt hier auch schon wieder fast seinen kompletten Sprit verbraucht. Das war eher suboptimal, dass mir das jetzt passiert ist. Das ist also, dass die Engine weiterläuft. Aber naja. Jetzt warte ich nochmal kurz, bis er das Zeug verbraucht hat. So, mach den Fermenter aus. Scheint hier noch ein bisschen Sprit drin zu sein fürs nächste Mal. Gut, dann jetzt hier das Ding aufladen und das Ding aufladen. Was kann ich währenddessen hier machen? Ach ja, den kann er dann auch noch aufladen, wenn er schon mal dabei ist. Was kann ich jetzt hier gerade währenddessen machen? Ich könnte mal gucken, dass ich einen Recycler kriege. Ein Glowstone Dust und ein Kompressor. Dafür brauche ich erstmal einen Kompressor. Wie viel Eisen habe ich denn?
Hier habe ich noch 22 Eisen drin, die kann ich direkt mal masserieren. Davon nehme ich jetzt mal 20 Staub und mache die zu Refined Iron. So, dann das Ganze gleich nochmal rein. Zack, zack, 20. Währenddessen kann ich jetzt auch mal das Zinn abgeben. Passt dahin, das Kupfer, ist es das? Nein. So. Dann wäre das aber das Kupfer? Nein. So. Ach so, das ist... Das sind dieselben und das sind dieselben. Hm. Und das ist jetzt auch nochmal das da drüben. Mache ich das mal anders? Mache ich das so? Das ist jetzt das Kupfer und das Kupfer. Ja, ist immer doof mit den Texturen. Silber habe ich offenbar dann nicht gefunden. Uran. Ist übrigens eine ganze Menge EMC-Wert, fällt mir gerade ein. So, dann haben wir noch Rubine. Warum auch immer ich Blumen dabei habe, die kommen in die Farbenkiste, ist da oben. Kohl, habe ich eine. So, 24 machen wir nochmal zu Eisen. Seid ihr jetzt voll? Nicht mal annähernd. Jetzt kann ich den da rein tun, dann würde es schneller gehen. Deutlich schneller. Ach ja. Ich kann mir das hier schon mal rausnehmen. Das dahin. Ist gerade tiefste Nacht. War es gerade nicht noch hell? Ist es gerade von einem Schlag von hell auf dunkel gegangen auf der Minimap da? Das aufsetzen. Der scheint voll zu sein. So, dann nehme ich mir jetzt mal die Charging Bench mit. Egal, lasse ich das Inventar so wie es ist. Packe jetzt vielleicht noch das TNT weg. Ach, ich sollte vielleicht die Backpacks noch ausleeren, bevor ich mich auf den Weg mache. So, dann mal gucken, was haben wir da drin. Packen wir das mal raus, damit ich hier nur Cobblestone habe. Und dumpe alles in die Cobblestone-Kiste, die jetzt voll ist. Was, da ist noch Gravel. Den habe ich komplett übersehen. Da ist es aber nichts. Ne, das ist nur Cobblestone, gut. So, dann haben wir hier noch 7 Stacks. Ist jetzt auch nur Cobblestone, kann da rein. Den Rest kann ich jetzt wieder aufsammeln. So, das mal dahin. Und los geht's.
So, wenn ich dann gleich wiederkomme, kann ich wieder anfangen. Jetzt erstmal was essen. Und dann kann ich wieder anfangen gleich, wenn ich wieder da bin. Die Baumfarm anzuschmeißen.